Oh, hier wird schon groß gefeiert. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dauntless und zu meinem 100-Abonnenten-Special. Yay! Trompeten, Fanfaren, Feuerwerk, Explosionen! Ja! Ja! Heute, anlässlich dieses Umstands, wir gehen mal ein bisschen auf Abstand, es wird laut. Anlässlich dieses Umstands will ich euch meinen liebsten Sperrbild präsentieren. Er hat eine lange Geschichte und begleitet mich schon seit dem alten Ramsgate, als es noch Half-Life-Builds gab. Damals hieß er Speedcrit. Er wurde sogar von einem anderen YouTuber präsentiert, bei dem ich damals in der Gilde war. Dann kam das Reforge-Update und es wurde ein Disziplin-Build. Dann wurde der Attack-Speed gecapped und die Disziplin-Omnizelle genervt und nochmal genervt. Und dann habe ich den Fokus von diesem Bild umgelegt. Von einer Mischung aus Geschwindigkeit und Crit zu vollem Crit. Abgesehen von Disziplin, weil Dizzy ist nicht sonderlich casual-friendly und bringt auch nicht mehr genug Nutzen, zumindest nicht für dieses Bild. Aber das macht nichts. Die Stärke des Builds ist mega, ihr seid zu laut. Die Stärke des Builds ist mega und kommt easy ohne Diszi aus. Ihr seht da hinten meine Freunde Hafax, Maleboldia und Gamer Angel, die mir helfen werden, die Kombinationsstärke dieses Builds zu zeigen, da es drei minimal verschiedene Versionen gibt. Aber keine Sorge, das ist kein Teambild. Jede der drei Versionen kann solide allein gespielt werden und alle drei bringen ihre entsprechenden Vorteile. Man könnte sagen, die Versionen fallen in die Kategorien Schaden, Kontrolle und Support. Chrono, Malki und Orska. Ich zeige es euch mal im Detail und erkläre ein bisschen was dazu. Als erstes haben wir die Grundwerte. Wir kommen auf 6 Gerissenheit, 6 Kata, 6 Puls, 6 Schnellstart, 6 C, 3 geschmolzen und 3 widerstandsfähig. Und zwar in jedem der drei Varianten. Das wird am Ende immer die Skill-Zusammenfassung sein, die wir in den drei Varianten haben. Das bringt uns insgesamt 10% Crit-Chance von Gerissenheit plus 600 Schild werden wir am Ende haben, also nochmal 12% Crit-Chance obendrauf, sind wir bei 22 plus 30% vom Crit-Buff des Speers sind wir bei 52. Das ist also quasi schon jeder zweite Treffer. Und dann haben wir noch 20% Pseudo-Chance, weil jeder fünfte automatisch crittet. Gibt uns, ja, jede Menge Crit. Und wir haben vor allen Dingen die kompletten 60% extra Crit-Damage mitgenommen. Dann haben wir C. Wir haben insgesamt 1350 Gesundheit, das sind 26% Bonus Grundschaden plus den Damage-Trank, der auch noch durch Katalysator erhöht wird. Dadurch kommen wir auf ja, nochmal 27% mehr, das sind über 50% extra Grundschaden, das reicht völlig aus. Und dann haben wir natürlich noch die Defense Layers. Da haben wir zum einen die 600 Schild, die werden immer wieder weggehen, aber wir haben das Ätherschwung-Elixier und können die Skarnlaterne quasi permanent aufrechterhalten. Dadurch haben wir quasi 600 Schild. Wir haben wie gesagt die 1300 Leben, wir bekommen von Iceborne die Schadensreduktion und den Lebensraub, und zwar pro fehlender 150 Gesundheit. Dann, wenn wir Chrono spielen, da komme ich dann später dazu. Defense Layers. Was haben wir noch? Wir haben das Ausdauerschild von der Schädelschmiede. Das hilft uns nicht nur dabei, die ganze Zeit unseren Shit zu spammen und jederzeit rennen zu können. Es sorgt auch dafür, dass wir immer ausweichen können. Wir haben immer die Ausdauer über, um auszuweichen. Völlig egal. Völlig egal, was wir raushauen. Unendlich lange rennen können wir sowieso, da wir mit dem Speeransturm angreifen. Wir haben nämlich auch den leichten Schaft. Das zeige ich euch gleich, wenn ich den Bild genau erkläre. Der sorgt halt dafür, dass wir die ganze Zeit unendlich rennen. So, kommen wir zu den drei verschiedenen Versionen. Die Basisversion ist natürlich mit Chrono. Was gibt uns Chrono? Chrono gibt uns
Durch die Rezakiri-Bindung Doppeltreffer. 12% Chance, dass ein Schlag doppelt trifft. Das kann man quasi auch als Crit-Chance ansehen, denn es ist dann einfach mal doppelter Schaden auf einem Treffer. Ist nicht dieselbe Crit-Chance, die wir in unseren Skills haben, aber es ist definitiv noch ein kleiner Bump für den Damage. Außerdem gibt es uns natürlich die Chrono-Fähigkeit. Mit der Chrono-Fähigkeit lässt sich viel machen. Wir können einen Rage-Countern, also wir können es allgemein taktisch anwenden. Oder wir können uns wiederbeleben. Da schleicht sich jemand ins Bild. Hallo, Hafax. Hallo. Hallo. Warte, wir winken mal kurz. Hallo. ja, Chrono kann uns natürlich auch wieder auf die Beine holen. Die zweite Version wäre Malkarion. Malkarion mit der Savit-Bindung. Savit ist ein sehr starker Angriff, was auch sehr viel Schockschaden macht und uns hilft, den Schockbrock schneller zu bringen. Aber was Malkarion wirklich stark macht, ist der Schockbrock, den ich gerade erwähnt habe. Also allgemein, dass man den Schockbrock auslösen kann. Das gibt uns mehr Control über das Behemoth, also mehr Kontrolle. Und es gibt uns Mobilität durch die Fähigkeit von Malkarion, durch diesen Teleportangriff. Und dann haben wir natürlich noch Urska. Was gibt uns Urska? Urska ist der perfekte Support, wenn man mit anderen D20s oder Natural 20s zusammenspielt. Ja, der Bild heißt Natural 20 oder kurz D20. Gruß geht raus an alle Dungeons & Dragons Spieler da draußen. Ein D20 ist ein Würfel mit 20 Seiten. Und warum der Bild Natural 20 heißt, ganz kurze Anekdote. Wenn man bei Dungeons & Dragons eine 20 würfelt, ist das automatisch ein Crit. Und da das ein Full-Crit-Build ist, ist es eine Natural 20. Ja, das ist ganz geekiges Insider-Wissen. Gut, zurück zu Urska. Urska gibt uns natürlich ein bisschen Safety durch das Urska-Schild für sehr schwierige Interrupts, wie zum Beispiel diesen Hechtangriff von Chrono oder auch solche Interrupts wie Allura etc. Also es gibt einige Interrupts, die nicht ganz so einfach sind. Dafür ist das Urska-Schild perfekt. Aber den größten Vorteil ziehen wir tatsächlich aus der Frostwolf-Bindung, denn die Frostwolf-Bindung verdoppelt die 600 Schild, was einem selbst und jeden anderen D20 im Team noch einmal zusätzliche 12% Crit-Chance gibt. Damit kommen wir auf 64% plus Puls. Das ist doch mal eine Crit-Chance. Gut, soweit so gut. Gehen wir erstmal durch den Aufbau. Ich fange mit Chrono an. Ihr habt in allen drei Varianten Katalysator in der Zelle. Das bleibt gleich. Ihr müsst zum Wechseln einfach nur die zweite Zelle austauschen und eventuell die Zelle in der Rüstung. Mehr ist nicht nötig. Das ist also ganz easy umzuswitchen. Von vorn. Chronopike mit Katalysator. Dann Puls. Selbstverständlich den grausamen Ursprung für 30% extra Crit Chance. Den leichten Schaft, damit wir immer den Ansturm nutzen können. Er keine Ausdauer verbraucht und vor allen Dingen der Treffer immer crittet. Das ist essentiell. Denn dieser Erstangriff wird noch eine Rolle spielen. Als Bindung bei Chrono haben wir Rezakiri, aus bereits genannten Gründen. Eisbohnen-Omnizelle, ganz klar, und die Skarn-Laterne mit Katalysator, selbsterklärend. Dann, wie gesagt, haben wir die Schädelschmiede dabei, für unendlich Ausdauer. Abhängig davon, wie viele Level wir unter dem Behemoth, das wir bekämpfen, sind. Da drin haben wir die Dreier-Gesundheitszelle. Als Rüstung haben wir Trax mit Schnellstart. Als Handschuhe haben wir die von Boreus mit Hartnäckigkeit. Und als Stiefelchen nehmen wir die von Chrono mit Schnellstart. Wie ihr an den vier Rüstungsteilen erkennen könnt, haben wir resistenzmäßig weder Stärken noch Schwächen. Alles gleicht sich aus. Feuer und Eis, Schatten und Licht. Die Tränke sind selbstverständlich die üblichen drei, also Prügelraserei, Ätherschwung.
sind halt die gängigen Tränke für fast jedes Bild, außer man spielt sehr spezialisierte Builds. Gut. Wenn wir jetzt angenommen auf Malkarion wechseln wollen, nehmen wir den Malkarion-Speer, packen da als allererstes wieder Katalysator rein. Dann rüsten wir die Bindung aus, in diesem Fall Savit. Und da sehen wir schon, aha, Puls wäre jetzt schon voll. Was uns jetzt fehlt, ist Gerissenheit. Also packen wir hier Gerissenheit rein. So, dass wir am Ende wieder alle drei Crit-bezogenen Zellen auf 6 haben. Dasselbe tun wir, wenn wir auf Urska wechseln. Wir nehmen Urska mit Kata und der Frostwolf-Bindung. Und da sehen wir, oh, wir haben Schnellstart zu viel. Wir tauschen also die Zelle in der Rüstung aus gegen das Erstbeste und packen dann in den zweiten Slot die noch fehlende Gerissenheit in unserem Fall hinein. So, dass wir auch hier wieder alle drei Crit-bezogenen Zellen auf 6 haben. Das ist immer die Ausgangslage. Gut. Wir werden in unserem Team einmal mit Urska, einmal mit Chrono und zweimal mit Malkarion spielen. Zweimal mit Malkarion, um uns den Schockbrock, von dem ich vorhin erzählt habe, zu vereinfachen. Denn je mehr Schockschaden wir mit ins Spiel bringen, desto schneller ist das Behemoth geschockt. Selbstverständlich. Kurz konzentrieren. Resa-Bindung, zack. Und uns fehlt Schnellstart. Da packe ich hier jetzt Schnellstart rein. So. Gut. Wie immer zeigen wir euch jetzt die Prüfung, ein Event auf den Brandwerken und dann die heroische Eskalation. Au, es ist laut. Um euch die Stärke des Bilds unter Beweis zu stellen. Gut, dann lassen wir es mal krachen. Unsere Level seht ihr dann gleich. Okay, ich gebe mal Zeichen. Und ich trete auch wieder dem Sprachchat bei. Also, man hört sich später nochmal zum Abschluss. Hallihallo, da sind wir. Hier fehlt jemand. Mir wird eine Gruppe aus 3 Leuten angezeigt, obwohl alle 4 da sind. Sehr gut, ich liebe Dauntless. Anyway, seid ihr bereit zu starten? Ja. Gut. Yes, please. Wir beginnen, wie gesagt, mit Trial, schwere Prüfung. Dann machen wir ein Event auf den Brandwerken und dann fetzen wir durch die Hero Escape. Gut, wenn alle soweit sind. Let's go. Let's go. Ein was wäre noch zu erwähnen. Wenn ihr Details über das Bild sehen wollt, ohne mir die ganze Zeit zuhören zu müssen, ihr findet den Link zu unserer Gilde, zu Huffhugs Kanal. Und natürlich den Link zu den Builds in der angehängten Videobeschreibung. So, gut, jetzt bin ich voll da. Sorry. Ein Detail, das ich vergessen hatte. Katze, Katze. Ich mag Katze. Weiß nicht, wie sie heißt, aber ich mag sie. Yes.
Gut, als erstes Tränke. Und Feuer frei. Ah, verdammt. Ich habe vergessen, den taktischen Ablauf zu erklären. Ob es verwundert? Warum ist denn das Spiel so höllisch laut? Nachpotten? Ja, ich muss auch. Zeit für die zweite Wunde. Und da ist sie. Und da ist der Schockbock. Sehr gute Zeit. Und so einfach seid ihr durch die Prüfung. Das könnt ihr alleine, da könnt ihr vielleicht eine Minute draufrechnen wegen der Skalierung, aber easy. Ihr könnt Hits, ihr könnt die stärksten Hits, na gut, die stärksten vielleicht nicht, aber ihr könnt sehr starke Hits locker wegstecken. Wenn ihr euch nicht unbedingt von jedem Einzelnen treffen lasst, ausweichen könnt ihr zu jeder Zeit. Ja, und Damage-wise, wie ihr gesehen habt, ist es auch absolut Bombe. Ganz kurz nochmal zu dem, was ich vergaß. Ganz wichtig. Sind schon alle da? Nee. Ups. Verdammt. Ihr mit euren langsamen Geräten. Okay, ich bin ganz kurz auf dem Trainingsplatz. Nochmal kurz was erklären. Ich lade euch gleich alle wieder ein. Das ist das Wichtigste und ich habe es vergessen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das macht meine Streams so sympathisch. Die zeigen die menschlichen Fehler. Hier wird kein einziges menschliches Versagen rauseditiert. Gut. Zum Ablauf des Builds. Ganz wichtig ist, als allererstes immer eure Tränke, eure Medizin zu nehmen. Am besten so in etwa 80 Meter Entfernung vom Behemoth. Ihr werdet ja oben auf dem Kompass immer darauf hingewiesen, wie weit ihr entfernt seid. Dann müsst ihr immer mit dem Speeransturm anfangen. Trefft eine Stelle, die ihr später vorhabt zu verwunden. Sobald ihr gelandet seid, wechselt ihr direkt zu schweren Angriffen, um eine Betäubung zu verursachen. Sobald das Behemoth dann betäubt ist, geht ihr an die angestochene Stelle und bringt die Wunde zu Ende.
Ihr braucht nur diese eine Wunde. Mehr Wunden sind nicht notwendig. Sobald die Wunde drin ist und ihr den Ätherrausch habt, einfach reinschnetzeln. Völlig Brain AFK. Das Vieh ist dann sowieso so gut wie tot. Das ist alles. Gut, ich sehe, unsere Gruppe ist noch vollständig. Das ist perfekt. Ich würde dann mal direkt auf die Brandwerke starten. Ist noch irgendjemand in irgendeinem Ladebildschirm? Sehr gut. Malle hat es sogar mit hergeschafft. Wunderbar. Oh, pures Chaos. Das ist auch wieder sehr professionell von mir, dass die taktische Erklärung des Bilds 20 Minuten im Video kommt. Sehr gut, sehr gut. Aber wir haben beeindruckend schon mal die Prüfung gezeigt. Ja, das haben wir, das haben wir. Vielleicht haben wir damit ja Aufmerksamkeit geschürt. So, die Brandwerke. Wie ihr wisst, ist hier jedes einzelne Behemoth ermächtigt. Abgesehen natürlich von dem Shrike und dem Phalanx, aber die braucht mittlerweile, glaube ich, niemand mehr. Wir haben dort einen wunderschönen MB, der perfektes Schlachtfutter ist. Allerdings müssen wir warten, bis alle da sind. Ihr seht hier auch Level 16, Level 15, also wirklich sehr annehmbar. Wir gehen hier nicht Max Level, außer ich, weil mein Speer nun mal auf Maximum Level ist. Und Hafax, der keine Lust hat, den immer wieder hochzuziehen, denn angenommen, er hätte solche Reforge-Zahlen wie wir, würde er auch so viel mit Freundschaftsanfragen belästigt werden. Das ist eine sehr gute Tarnung, das zu vermeiden. Gut, alle sind da, feuerfrei. Sehr gut. Wir warten auf dich nach dem Kampf. Feuerfrei. Er macht wieder Sachen. Achtung, er kommt. Er ist bewusstlos. Das ist perfekt. Und die Wunde ist drin. Turtle ist weg. Shockproc. Fitbuff, alles. Hälfte ist weg. Rage. Au. Und weg. So, jetzt seid ihr vielleicht der Meinung, ja, das war ja nur ein Embermane. Embermane kann ja auch nichts. Und da habt ihr recht. Deswegen nehmen wir uns den Hellion. Einer der beiden Gegner, die man auf den Brandwerken so, ach so gern vermeidet. Wir zeigen euch mal, was so ein Hellion kann. Nämlich nichts. Das Problem ist nur, meine Tränke laufen gerade aus. Ich muss mal ganz kurz warten. Eins, zwei, drei. Natürlich kommt er unter mir raus. Und da ist der Stagger. Und jetzt bitte Wunde in den Kopf. Und da ist die Wunde. Und jetzt zerhacken. Und da geht's los. Er liegt und er liegt. Shockproc kommt auch gleich. Und er liegt wieder.
Wie ihr gesehen habt, Hellion ist auch kein Problem. Und zwar dank der schönen geschmolzenen Herzen, die uns unsere Schädelschmiede zur Verfügung stellt. So, wollen wir uns nochmal den Koschei schnappen? Ich überhole euch mal eben alle, weil ich auf die richtige Art renne. Au. Und Wunde in den Kopf. Ich lasse euch mal einen Crit-Buff liegen, weil ich muss nachpotten. Und im Kopf. Nice. Top Rock. Und tot. Eine halbe Pot-Ladung plus der letzte Rest, der von den vorigen Pots übrig war. Da wisst ihr Bescheid. Den Shroud lassen wir aus, denn auch wenn er damage-technisch und überlebenstechnisch kein Problem wäre, er tankt zu viel. Der frisst trotzdem zwei Tränke. Darauf haben wir keine Lust. Wir nehmen lieber noch schnell den Karabak weg. Wunde im Kopf. Da ist die Betäubung. Hälfte ist weg. Und er ist tot. So, so einfach habt ihr es auf den Brandwerken. Ich weiß gar nicht, ob es nötig ist, hier wirklich noch ein Event zu zeigen. Fliegen lernen muss ich auch. Yes, Koschei. Tränke genommen, Ansturm, anstechen, sobald das Vieh unmächtig ist, die Wunde beenden, yes. Nein, bleib hier. Und tot. Holen wir uns noch den Karabak. Und spätestens nach dem müsste ein Event da sein. Nein, immer diese Fässer.
Ich würde den ohne Tränke machen. Ich mach den jetzt mal ohne Tränke. Um zu zeigen, dass das auch funktioniert. Auch wenn es nicht zu bevorzugen ist. Ja. Brauchen wir keine Tränke. So, stattdessen droppe ich uns hier mal eine Kiste. So, und dann müssten wir hier ein Event haben. Ja, yes, und es ist das allseits geliebte Feuer-Event. Jetzt kommt dreimal Resakiri und dann gehe ich. Dreimal Resakiri, die haben keine Chance. Ja, ich hasse den dennoch. Der ist so scheiße. Ja. Alles auf dem Brandwerk. Der ist aber nicht so scheiße wie Savit. Savit hat keinen Interrupt. Ich mag Savit nicht. Man kann ihn nicht interrupten. Ja, whatever. Das hat bestimmt jeder verstanden, außer mir. Was war denn das für ein Akzent? Kölsch. Ja, was Nordisches dachte ich mir. Au. Ah. Falsche Reihenfolge. Wir hätten erst betäuben, dann verwunden sollen. Ach nee, wir haben doch gerade verwundet. Das ist doch vom vorigen Behemoth. Jetzt. Wunde in den Kopf. Da ist sie. So. Kein Problem mit den Bodenminen, kein Problem mit dem da. Mit diesem Bild ist es allgemein schwer, Probleme zu haben. Im normalen Casual-Spiel hat man da eigentlich keine. Immer diese Fässer. Au. Ich muss nachpotten. Er liegt. Er ist verwundet. Er ist geschockt. Ja. Yes. Was ich mich frage, ist, warum das Spiel immer noch so höllisch laut ist. Ich hoffe, das versaut den Stream jetzt. Das dürfen wir den ganzen Mist nochmal machen. Ich meine, ist nicht so, als würde es keinen Spaß machen mit dem Bild, aber es ist halt trotzdem eine Stunde Arbeit, die dann weg ist. Schild.
Nice. Wunde ist drin. Für den brauchen wir auch nicht nachpotten. Das ist schon wieder so ein Fall von drauf und tot. Meine sind schon ausgelaufen, aber das macht nichts, weil er ist tot. Ja, perfekt. Holen wir uns die Belohnung und dann gehen wir an die Hero SK. Malle möchte ich. Malle, hier drücken. Ja, ich glaub's auch. Gut. Hero SK, sind denn alle ready? Malle, bist du ready? Nice. Let's go. Praktischerweise haben wir natürlich noch die Terra SK mit zweimal Malki-Versionen. Das ist äußerst. Macht euch nichts vor, ihr werdet in der Hero SK sterben. Einmal. Vielleicht zweimal, wenn ihr Pech habt und stark vergiftet werdet. Aber wenn ihr mit Chrono unterwegs seid, macht euch das erstens gar nichts und zweitens habt ihr sowieso drei Spritzen. Aber dafür, dass es kein super tankiges, verteidigungsorientiertes Bild ist, hält es eine ganze Menge aus. Oh, zwei Level 18er dabei, perfekt. Da bekommen die wenigstens noch was raus aus der Erfahrung. Oh, ich hätte vielleicht noch einen Schluck trinken sollen. Gerade noch rechtzeitig geschafft. Okay, let's go. Pot 1, Pot 2, Pot 3. Und die erste Runde ist direkt wieder geschenkt. Verwundet. Auseinanderfallen tut er auch. Wie man auch sehen kann, ich stehe die ganze Zeit eigentlich in der Danger Zone. Ich kriege die ganze Zeit irgendwo links und rechts eine ab und trotzdem stört es mich nicht. Gerade auch dank der, dank dem Zeitfenster von Iceborne, was dafür sorgt, dass ich nicht umgeschmissen werden kann oder unterbrochen werden kann. Ist halt echt mega nice. Das schönes, einfaches Gameplay. Tränke, dann Fenrohr Interrupt. Und dann direkt loslegen. Der Fenrohr muss zuerst weg. Fenrohr ist
Fenro ist die größere Plage. Au. Ups. Nervt mich doch nicht so hart. Runde ist drin. Jetzt hätte ich gern den Stagger. Achtung, au. Au. Ah, das Gift, das liebe Gift. Der muss doch bald gestaggert sein jetzt. Ah. Trotzdem kein Problem. Es waren keine Tränke aktiv. Dann war einer der Spieler noch hinten statt vorn und trotzdem ist er umgefallen. Alles war sauber. Wir hatten jetzt einen Tod zu verzeichnen. Ja, der war nur durch Gift. Und der war nur durch Gift. Ja, mach Interrupt. Achtung! Oder auch Zeit! Runde ist drin!
gestorben durch Kanonenschläge. Sowas hört man normalerweise nur an Silvester. Elementar vom Schock. Das ist doch schön. Okay, wir machen erst den Karabak weg, weil der Schlachtfutter ist. Wir werden uns aber wahrscheinlich aufteilen müssen. Also einer wird den Skarn ablenken müssen. Okay, Huffy macht das. Der Rest geht auf Karabak. Und da geht's los. Nice. Au. Unverschämtheit. Nice, Wunde ist drin. Keine Sorge, wir sind gleich für die Starscam. So, du wolltest etwas sagen, mein Großer. Sprich dich aus. Sprich dich aus. In your Gesicht. In your Gesicht. Oh, er ist ja schon tot. Ich wollte ihm noch seine Wunde geben. Okay, soweit so einfach. Ich nehme Rechtschaffen. Rechenschaft. Ich weiß nicht, was ihr nehmt, aber ich kriege jetzt 30% mehr Damage. Und mache dafür 70% mehr Damage. Vergesst nicht, ihn nicht zu reiten. Wenn ihr ihn reitet, zappelt er nur noch rum. Geht auf den dicken Arm für eine Betäubung und dann verwunden und alles wird gut. Und da ist die Betäubung. Ha, fuck, du hast nicht Bescheid gesagt. Wunde ist drin. Betäubung ist auch drin und jetzt eigentlich nur noch reinschnitzeln.
Und weg mit dir. Nein, nein. Verdammt. Ich war mittendrin gefangen. Wir können theoretisch nachpotten. Wow, okay, Profi-Effekt. Eine Sekunde bevor er stirbt, gehe ich nochmal down. Okay, wie viele Tode hatten wir denn zu verzeichnen? Ich hatte 2. Gamer Angel hatte einen. Und sonst keinen, ne? 3. Okay, 4. 4 Tode bei 4 Mann. Völlig okay. So, perfekt, gut. Dann schon mal vielen Dank fürs Mitmachen. Ich mach mal meine Abmoderation und dann komme ich nochmal dazu. Alles klar. Bis dann. Spaß gemacht. Jo, finde ich auch. Bis gleich. So. Das war's. Wie ihr gesehen habt, ihr könnt mit dem Bild jedes Format laufen. Mehr oder weniger safe, also halt mehr oder weniger doch schon safe. Ihr könnt jetzt, also besonders Trial, Brandwerke, absolut easy gelaufen. Ich gebe euch nochmal das Bild durch. Ihr habt Chrono, Malky und Oscar Pike mit Katalysator, einer der fehlenden Crit-Zellen, grausamer Ursprung, leichter Schaft und entweder Reza, Savit oder Frostwolf-Bindung. Dann habt ihr die Eisborn-Omnizelle, Skarns Trotz mit Katalysator, die Schädelschmiede mit Gesundheit, die Trax-Rüstung mit der zweiten fehlenden Crit-Zelle, die Boreus-Handschuhe mit Hartnäckigkeit und die Chronotreter mit Schnellstart. Damit kommt ihr auf 6 Gerissenheit, 6 Cutter, 6 Puls, 6 Schnellstart, 6 C, 3 geschmolzen und 3 widerstandsfähig. Tränke sind die üblichen Prügelraserei und Ätherschwung und dann läuft das Ding. Gut, damit wünsche ich euch viel Spaß. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und 100 Abonnenten. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir so weit gekommen sind. Und ich hoffe, dass meine Builds euch weiterhin unterhalten werden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.